Die Fassade meiner Straße. 1. Die Fassade meiner Straße, ein altes, zerfressenes Gesicht. Haus Nummer 13, drei Fenster im ersten Stock, drei Zimmer, die Toilette auf halber Treppe. Ich komme aus der unteren Stadt, vom Anger, vom Mühlgraben. Was wird aus diesem Viertel, fragte Lehrer Hora, als er über die Architektur der Zukunft sprach. Es wird wohl abgerissen, sagte er. Woher kommt der Salpeter? Woher die Feuchtigkeit, die Nässe, die Fabriken? Polacken, Grobzeug, Proleten sind keine unbekannten Vokabeln. Ich habe gehört und gesehen, ruft der Pole aus Wettengels Haus, wenn der Sonnabendnachmittag vor dem Gartentor steht. In Filzpantoffeln, schwarzhaarig und allein. Wir sind besetzt, sagt der lange Karl und zeigt mir seinen Hirschfänger. Wir haben den Krieg verloren. Ich gehe zur Marine. Schöne Uniform, gute Bezahlung, endlich raus aus diesem Nest. Zwei Kinos, drei Kirchen und ein Wasserturm als Wahrzeichen auf Postkarten. Was ist das schon? Ich hätte auch gern einen Hirschfänger, sage ich. Siehst du, sagt der lange Karl und legt die Klinge flach auf die Handfläche. Es reicht. Spielen wir Fußball oder Verstecken? Und die Autobahn hält ewig. Kein Schlagloch, keine Frostaufbrüche, nicht wie der heutige Straßenbau. Oder gibt es Einwände? Fragt Herr Moormann aus der Elf. Auf dem linken Grünstreifen vor der weißen Sander Brücke wachsen Birkenpilze, Richtung Waldkirchen Ziegenbart und Maronen. Ich weiß, ich kenne die Stellen. 2. Und mein Vater war Lehrling im Elektrogeschäft Kluge, dann Geselle, dann Soldat. Ich war im Krieg, sagt mein Vater. Zurück kam ich auf Krücken. Mein jüngerer Bruder kam nicht. Er blieb in Afrika mit 20 Jahren mit zerschossener Brust. Seine Brieftasche liegt im Stubenschrank. Erzähl weiter, sage ich. Ich kann nicht weiter erzählen, sagt mein Vater. Wir waren jung, wir haben nichts gewusst. Als ich nach Berlin kam und die U-Bahn-Schächte sah, mit Wasser hat er sie volllaufen lassen. Und die Frauen und die Kinder, von wegen Führer, dieser Verbrecher, sagt meine Mutter. Das zerquälte Schweigen am Abendbrottisch, wenn ich fragte, wieso nichts gewusst. Ach ihr, was wisst denn ihr? Türen schlagen, Fotoalben. Ich habe dich gesehen, lachend, unter einer Hakenkreuzfahne. Arbeitseinsatz bei Gotha im Herbst 38. BDM, Bund Deutscher Mädchen. Ach ihr. Dieser schrille, hilflose Ruf aus der Küche, bevor sie ins Bett ging oder zur Arbeit wie jeden Tag. Dein Blauhemd ist gewaschen und hängt im Schrank. Ach ihr. 5. Die Panzer fuhren durch unser Viertel. Ich stand am Annenplatz und habe sie gesehen. Eine Frau winkte, eine Arbeiterin aus Starksweberei. Andere starrten nur oder unterhielten sich leise. Jetzt sind die Tschechen dran, hörte ich einen Mann sagen. So schnell geht das heute, in 2, 3 Tagen. Ohne Blutvergießen, die Technik, sagte er. Bernd Seidel aus meinem Haus wurde verhaftet, weil er Dubček an die Wände gepinselt und dann große Reden geführt hatte in der Milchbar. Und? Nichts. Schweigen, die Arbeiterklasse ist bei uns die führende Klasse. Sie hat die Macht im Staat. Das prägen wir uns bis zur nächsten Woche ein. Vielleicht schreiben wir eine Arbeit. Gibt es Fragen? Und wenn es Fragen gab, nahm Börner ein großes Lineal und schlug an die Tafel auf Punkt 2 oder 3. Nachdenken, sagte er. Was steht hier? Lesen Sie vor, laut und deutlich. Oder das behandeln wir in der nächsten Woche. Oder das gehört nicht hierher. Oder sehen Sie West. 6. Und wen sah ich, wenn ich früh zur Schule ging? Er kam mir entgegen, 5:45. Männer mit Brotbeuteln und Zigaretten im Mund. Frauen, verschlafene Kinder an der Hand, die weinten oder gar nichts sagten. Waren das die, über die ich Sätze hersagen konnte, die an der Tafel standen? Oder im Staatsbürgerkundebuch oder in der Zeitung.
Wer kam mir da entgegen auf dem Weg zum Unterricht? Mit solchen Gesichtern und solchen Augen und solcher Hast.